Und natürlich hier Mike Weider, Ausgabe 26, geht natürlich auch weiter hier auf meinem Kanal von Fanmon. Viel Spaß hier auf meinem Kanal, der Kult aus 80er, Kid der Wicke. So. Das bauen wir bestimmt, das bauen wir auch. Ja, da würde ich rauskommen, dann machen wir es noch anders. So, hier haben wir die Teile, die Halterung. Das können wir hinlegen. Alles. Das ist eine Halterung. So. Schrauben. Dann noch eine Mini-Pups-Schrauben, ey. Lieber Himmel. Wieder verschiedene Schraubenarten. Oh. Da freuen wir uns immer wieder neue Schrauben zu haben. So, wo ich meine Brille? Hier. So, jetzt geht's los. So, das wird jetzt hier verbunden. Da brauchen wir Schrauben. BP. Dann haben wir, das ist das hier, dann kommt das da, wo ich mich letztens vertan habe, da kommen auch die Schrauben BP. Richtig rum, okay. Dann kommt dieses Gitter hier dran. Dieses Teil hier. Jetzt zeigt er, also wenn ihr so habt, das Teil, ne, das hier oben guckt, ist hier ein Pfeil drauf. Der zeigt nach oben, es ist rot markiert. Dann braucht die Schrauben auch BP. Warum denn nicht? Ja, habe ich einmal getroffen. Ja, das Loch habe ich getroffen.
Manche fragen sich, du hast doch hier so ein schönes Licht gebaut. Ja, ich weiß, nur das wäre jetzt zu groß für den Kasten hier. In die Ecke. Ja, das ist hier richtig Fummelsarbeit, Leute. Das ist richtig Modellbau. So. Bei dem Teil müsst ihr aufpassen, die Löcher sind ein bisschen uneben. Das heißt, da kommen die Schrauben ein bisschen schief rein. So, auch richtig rum, Leute. Also der Pfeil muss nach oben zeigen. Das Teil muss so aussehen. Ne? Seht ihr das? Der Pfeil ist wichtig. Der ist hier im Heft angegeben. Der ist gut markiert. So, jetzt kommt Folgendes. Dann kommt noch ein Gitter drauf. Das ist natürlich wichtig. Müsst ihr auch bitte darauf achten, die Löcher richtig rum sind. Ne? Wenn man es verkehrt rum macht, ne, dann passt das nicht richtig. Lass doch mal den Daumen mal vor, direkt drauf. Ja. Schrauben. EP. Und die werden jetzt natürlich jetzt kleiner. Oh Leute, was macht ihr mit mir? So, ich habe mal jetzt den Schraubendreher genommen, der dabei war. So. So sieht's aus. Wenn natürlich jetzt ihr falsch rum macht, dann kann man sich natürlich wieder ärgern. Ihr kennt das, die Geschichte. So, jetzt haben wir noch ein Gehäuse hier. Oh, das ist sogar aus Metall. Wahnsinn. So, wie wird das rumgenommen jetzt hier zum Beispiel? Welche Seite ist das jetzt? Das ist die Seite, kann man an die Stifte hier. Dann wird dieses Teil hier dann montiert. Jetzt müssen wir gucken, wie rum das kommt. Aha. Das wird der Schrauber auch. BP. Ich nehme jetzt den jetzt hier. Wir Männer nehmen immer verschiedene Schraubendreher. Wir können die genug davon kriegen. So. So, das kommt dann hier dran, oder? Nein, das andere. Meine Güte, Leute, ey. Ja, das ist ja ein Arbeiten, du. So, das muss hier festgeschraubt werden, müsst ihr aufpassen, ne? Nicht vergessen, das ist ein bisschen schwierig. Das ist bei Schritt 5 angegeben. So, jetzt kommt das hier so dran. So, jetzt wird das hier befestigt. Das wird dann auch wieder mit Schrauben GM befestigt.
So, dann wird die Kappe auch noch hier drauf gemacht und dann habe ich den Schrauben GMO befestigt. Irgendwie ist das nicht richtig fest hier. Wie mein Großvater sagt, na fest kommt lose. Na egal. Auch mit GM befestigen. So, dann die Kappe noch hier drauf machen und dann sind wir fertig. So, das ist die Ausgabe 26 vom Knight Rider von der Entfernung. Das gefällt mir nicht so ein bisschen, das ist mir so wackelig, das muss ich nochmal gucken, woran das liegt. Aber erstmal, so sieht's aus. Ne? Also wenn euch trotzdem das Video gefallen, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns bei nächsten Ausgaben wieder. Bis dann, euer Mike. Ciao.